Willkommen zurück bei Golden Sun 2. Was ist denn da an meinem Controller? Wir hören ja schon die ganze Zeit so komische Sachen und wir wollen jetzt mal gucken, was hier so los ist. Wir suchen nämlich immer noch Aaron, der die Kibombo verfolgt, die ihm seinen schwarzen Ball geklaut haben, der beim Bürgermeister von Madra im Haus lag, weil dieser den verwahrt hat für ihn. Und Kibombo ist in Zentral-Gondoban. In Gondoban waren wir aber noch nicht. Das heißt, wir müssen uns hier völlig neu orientieren. Was natürlich kein Problem ist, denn wie wir alle wissen... kann ich das total gut. Nein, Synergie, einfach nur Synergie. Das ist mir echt so anstrengend. Ich kämpfe einfach gegen alle drei gleichzeitig. Oh, wem bringt echt gar nichts mehr? Wahnsinn. Aua. Auch unsere schwächster. Ach, was denn, Knochenkämpfer? Lass mich ja doch mal umsehen. Ich muss mich ja ein bisschen umsehen, denn hier war ich noch nicht. Hier kenne ich mich nicht aus und ich würde mich gerne umsehen. Verstehst du das? Ach, als ob ich Probleme mit euch hätte, ja. Bau, bau, bau. Wenigstens gibt es hier viele Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ding, 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 ding. Ich verstehe das gar nicht. Naja. Spielt ja auch keine Rolle, nicht wahr? Oh, wow. Ihr habt es auch ein bisschen überhaupt nicht übertrieben hier mit den Gegnern. Wenn es so weitergeht, muss ich Vermeidung einsetzen. Will ich aber eigentlich nicht, denn ich finde die Kämpfe ganz gut. Jenna schützt sich. Wow. Wir lassen hier ganz schön viel Energie. Ich wollte gar nicht mich zweimal halten, aber was soll's. Was? Potzblitz. Bam, badadam, dam, dam, da. Links und rechts wollen wir uns umsehen, Glü. Ich würde erstmal, bevor ich über irgendeine Brücke gehe, lieber auf einer Seite bleiben und mich dort komplett umsehen. Versteht ihr das? Könnten Sie das unterlassen, bitte? Das tut vielleicht weh, hallo? Das ist nicht okay. Hä? Auch blöd, oder? Was? Vielleicht ist es so besser. Eine Stadt! Naribue oder so. Cooler Musik. Genießt diese Musik, ist cool. Oh, Dornenkrone.
Was? Wieso gibst du jetzt deine Items schon an Cosma? Oh, weia. Ich glaube, wir sollten ein bisschen unser Inventar aufräumen. Schauen wir doch mal. Ja. So. Ja. Nein, du sollst schon alle Cosma geben, du Witzbold. Seltener und verdächtiger Pilz. So, und jetzt sollten wir mal in einen Laden, weil wir verkaufen jetzt die ganzen Rauchbomben und Schlafbomben und so ein Schmarrn, weil das brauchen wir alles gar nicht. Aber erstmal würde ich hier gerne übernachten. Wenn ihr auf Abenteuer aus seid, solltet ihr den Fluss in Richtung Westen überqueren. Oh, wartet, nach all dem Regen der letzten Zeit ist der Fluss wahrscheinlich viel zu tief. Was? Können wir hier bitte übernachten? 30 Münzen? Was, Bucher? Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Ja, ich hatte eine angenehme Nacht, danke. Willkommen! Nee, hast du nicht. Aber wir verkaufen jetzt ein paar bisschen Zeug an dich. Und zwar das hier. Und das hier. Wie viel nimmst du eigentlich hierfür? Und das hier. Das hier. Und das hier. Okay. Willkommen in Naribue. Draußen ist es wirklich heiß, ihr solltet euch ausruhen. Die Kibombo sind zu einer Expedition in den Osten ausgebrochen. Sie sind aber bereits wieder zurückgekehrt. Wisst ihr, um welche Art es sich handelte? Nö. Oh, ihr wisst es nicht. Die Kibombo unternehmen nur sehr selten weite Reisen. Es ist äußerst besorgniserregend. Echt? Seit jenem Tag, an dem die Edelsteine vom Himmel fielen, ist es hier sehr gefährlich. Danach wurden alle Tiere in der Gegend zu viel stärkeren und schrecklicheren Kreaturen. Oh Mann, was haben wir nur gemacht im ersten Teil? Versuch den Topf. Irgendwann muss ja mal was drin sein. Hallo? Mach ich nicht so vorwurfsvoll an. Ich schau nur, ob ich in eurem Laden was plündern kann. Ja, reinspaziert. Nö. Vielleicht. Nö. Ja. Cosma. Tja, jetzt 154. 152. 154. Danke, hast du noch Artefakte? Oh ja. Hm.
Tja. Nee, ich glaube, ich will das trotzdem gerade nicht. Und du? Oh, für sie wäre das sogar besser gewesen. 110. 107. Ja. Ja. Cosma. Kannst du nicht den hier auch kriegen? 110. Oh. 103. Ja, ja. Okay, ich denke, das... Hast du Artefakte? Nö, da habe ich jetzt gerade was gekauft. Ich sollte mal erst nach den Artefakten gucken. Das wäre vielleicht mal klüger. Oh nein. Warum? Warum bin ich immer in Skype angemeldet? Moment. Moment, Moment. So. Habt ihr jetzt mein Skype gesehen? Ich glaube schon, oder? Muss ich rausschneiden. Auf der anderen Seite des Flusses liegt ein großer Berg, den wir Magmafels nennen. Es ist ein heiliger Ort, den die Götter vor langer Zeit erschaffen haben. Könnt ihr mir sagen, woher ihr gekommen seid? Ja. Angara? Das ist doch ein Land weit im Norden, oder? Ich hörte, wenn es hier heiß ist, dann herrscht in Angara Winter. Diese Welt kann mitunter schon sehr merkwürdig sein. Nein! Oh. Wenn ich du wäre, würde ich nicht weiter in den Norden ziehen. Tja. Wollen Sie etwa nach Kibombo reisen, mein Herr? Ja. Dann müssen Sie zuerst einen Weg durch die Berge von Kibombo finden. Aber die Kibombo-Krieger behalten den Pass genau im Auge. Die werden Sie nicht durchlassen. Du bist aber höflich. Der Hellseher lebt im höchstgelegenen Haus von Naribue. Er ist für uns das, was in anderen Städten der Bürgermeister ist. Aha. Danke für deine Kohle. Ja, ich will nicht mit dir reden. Sehr schön, dass ihr einen Bürgermeister habt, weißt du? Freut mich wirklich sehr für euch. Hier. Wir sind zwar nur ein kleines Dorf, aber wenn wir alle zusammenhalten, können wir alles erreichen. Tja, das gibt's in den großen Städten leider nicht mehr. So ein Denken. Was ziemlich schade ist, um ehrlich zu sein, aber... Nun ja. Als ich die Berge von Kibombo bestieg, musste ich einen Pfad finden, der den Kibombo noch unbekannt war. Das hier können wir noch nicht machen, denn wir haben keinen Wirbelwind. Aber ich weiß auch nicht, wo ich den herkriegen soll. Oh, das ist bestimmt das Haus vom Bürgermeister. Als noch Uaya ihr Medizinmann war, waren die Kibombo ein viel friedlicheres Volk. Als Uaya dahin schied, übernahm Akafubu seine Position. Er ist für das kriegerische Treiben des Stammes verantwortlich zu machen. Oh. Hallo, Hellseher. Wow. Mein Vater ist ein Wahrsager, kein Medizinmann. Zwischen ihm und Akafubu aus Kibombo besteht ein himmelweiter Unterschied. Indem wir unsere Körper bemalen, bringen wir großes Glück über uns. Ihr solltet es auch versuchen. Ja! Ich bin das Auge, das die Barrieren der Zukunft durchdringen kann. Möchtet ihr meine Dienste in Anspruch nehmen? Klar, Mann, hau raus! 20 Münzen? Okay. Sehr gut. Zeigt mir ein Stück eurer Ausrüstung. Wieso? Seid ihr bereit? Ja? Ich beginne nun. Ich
sehe. In dem Gegenstand, der vor mir liegt, fühle ich die Präsenz der Person, die ihr erwartet. Im Südosten, in einem Dorf, vom Blöken der Schafe in den Schlaf gewiegt. Dort wartet der, nach dem ihr sucht. Cool, danke, Südosten also, ciao! Wo geht's hier lang? Achso. Südosten, ja? Aber ich war doch im Süden. Oh nö, so viele. Ich mach einfach das. 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 Tut das mehr weh? Ja. Tut schon mehr weh. Kannst du dich jetzt mal hinlegen, du Fettsack? Und zwar... Toll, Mizi. Voll der kluge Plan. Wisst ihr, wo ihr jetzt liegt? Hinter mir. Auf dem 3DS. Du bist doof. Aber Südosten. Ein kleines Dorf. Jetzt gehen wir. Bau, 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 bau. Danke, Mizi, dass du dich nicht hinter mich legst. Das ist wirklich sehr nett von dir, mein kleiner Schmusi. Puh. So. Jeder hier rät uns nicht, weiter nach Norden zu gehen. Und deswegen will ich das eigentlich auch nicht machen. Sondern ich will erst mal hier lang. Pow, pow, pow. Gegen die Potzblitze kämpfen. Potzblitz. Gibt's da nicht immer einen bei The Legend of Zelda Wind Waker? Die Potzblitz-Typen, die mit dem Teleskop, waren das die? Ha. Potzblitz, sagen die ganze Zeit. Das ist mir lieber, wenn die einzeln gegen uns antreten, weil... was? Zombie-Schw... Zombie-Schwass. Knochenkämpfer. Ja, mittlerweile sind sie alle schön stark. Damit lässt es sich doch leben. Warte, warte, warte! Hallo, mein Kleiner. Was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Ja, schön, dich zu sehen. Eieiei. Er ist nicht paralysiert, oder? Was war das? Nee. Du kannst versuchen, ihn einzuschläfern. Wir haben es geschafft. Hallo, mein Kleiner. Wir haben einen neuen Merkwajin. Er heißt Frische. Oh. Meine Heilung wieder haben. Das wäre echt mega nett. So. Jetzt kann
kann ich nicht gucken, was er macht. Nee. Nee, egal. Wir werden es schon noch früh genug raus. Ich wäre jetzt nur mal froh, wenn ich meine Wasserchins dem Wassermagier geben könnte. Aber den haben wir noch nicht und deswegen wird das etwas schwierig. Ich glaube, ich bin falsch. Wisst ihr das? Wieso ist er in einem Dorf im Süden? Wenn ich doch nach Norden soll. Also nicht nach Norden soll, also deswegen nach Norden gehe. Nicht wahr? Schon klar. Pow und pow und au. Könntest du mal aufhören, uns weh zu tun? Ja, das ist nicht sonderlich nett von dir. Ihr mögt es im Doppelpack anzugreifen, oder ihr zwei? Was daneben? Ich hoffe, Jennas Attacke alleine reicht. Ja. Natürlich, was denn auch sonst? Hey du, du darfst jetzt nicht schlafen. Schmusi. Boah, ich war heute schon draußen, ja, und das war so anstrengend. Kein Wunder, dass ich nie rausgehe. So, da sind wir wieder. Im Südosten ist gar kein Dorf, es gibt nur Süden. Der Südosten ist auf der anderen Seite. Aber ich will nicht auf die andere Seite. Wisst ihr, ich will noch den nächsten Ort finden, bevor ich den Park beende. Deswegen wird er auch wieder etwas länger. Aber daran habt ihr euch jetzt bei diesem Projekt bestimmt schon gewohnt, weil irgendwie ist jeder Part 25 Minuten lang anstatt 20. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Können wir dich bitte töten? Die Kobamba, oder Kobomba. Kobimba. Bim bam, bim bam. Nein! Kommst du mir eigentlich nur so vor, da hat früher die Synergie, wenn wir rumgelaufen sind, schneller sich hier heilt. Es gibt doch einen DS-Ableger von dem Spiel, oder? Oder sogar zwei? Ciao! Ich glaube, ich will erst hier lang. Ein Potzblitz! Was? Du bist ausgewichen? Lass das gefälligst. Maulwurf. Das ist aber ein hässlicher Maulwurf. Ah, da oben. Ich mag diese Büffernküken nicht. Die sind mir gar nicht mal so sympathisch. Och, Jenna. Von sowas lässt du dich beeindrucken? Scheinbar ja nicht. So. Oh nein! Wie könnt ihr es nur wagen? Dafür werdet ihr sterben. Eiskalt und ohne Rücksichtnahme. Pow. Pow. Juhu, 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 stopp!
nehmen jetzt mal ein paar von denen. Wir haben so viele von denen. Und benutzen die nie. Wie viel fehlen dir jetzt noch? Ach so, ja. Weiter im nächsten Part. Tschüss.